Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video anschauen, wie wir die objektorientierte Analyse, die wir im Unterricht gemacht haben, zu 4 gewinnt, Schritt für Schritt in ein Klassenmodell und dann auch in ein fertiges Programm, mit dem man tatsächlich 4 gewinnt spielen kann, umsetzen kann. Und in diesem ersten Video möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, was wir denn bis jetzt uns erarbeitet haben. Wir hatten ja diesen Text gegeben und daraus haben wir uns eben mit den ersten 4 Schritten der objektorientierten Analyse diese Hierarchie hier erarbeitet. Nämlich wir haben bestimmte Substantive identifiziert und haben dann in Schritt 2 eben geschaut, sind die irgendwie in irgendeiner anderen Form in Relation, und dabei ist eben rausgekommen beispielsweise, dass ein Spiel aus einem Spielbrett und Spielern besteht, dass ein Spielbrett wiederum Reihen, Spalten und Plätze hat, dass ein Spieler Spielsteine hat, ein Spielstein kennt wiederum auch seinen Spieler, zu dem er gehört, nämlich über die Farbe. Wir sehen Reihe, Spalte, Linie haben alle Plätze, also die gehören irgendwie zusammen. Vielleicht kann man das über Vererbung lösen, insbesondere vielleicht, weil eine Reihe ja eine Linie ist und eine Spalte auch. Was hier allerdings noch fehlt, ist irgendwie die Diagonale, die zwar auch erwähnt ist, aber eben nicht direkt als Substantiv. Und auf dem Platz kann eben ein Spielstein sitzen oder nicht. Und genau nach diesem Muster haben wir dann auch noch die Verben identifiziert und diese dann den einzelnen Elementen zugewiesen, wie zum Beispiel ein Spiel kann man spielen. Ja, und in Schritt 4 haben wir noch diese Randbedingungen aus dem Text herausgelesen, hauptsächlich eben über Adverbiale und Adjektive. Wir haben hier eben, die Spieler sind abwechselnd am Zug, ein Spielstein besetzt den untersten freien Platz. Wir haben 7 Spalten und 6 Reihen, also es kann auch einfach mal Zahl sein, die wichtig ist, oder die 21 gleichfarbigen Spielsteine. Wir haben 4 oder mehr gleichfarbige Steine, waagerecht, senkrecht oder diagonal nebeneinander, ergeben eben die Siegbedingung, und das Spiel endet unentschieden, wenn es komplett gefüllt ist. So, und aus diesen Voraussetzungen werden wir jetzt eben hier die Solution Schritt für Schritt aufbauen, und für den Rest dieses Videos möchte ich eben noch das entsprechende Projekt erstellen. Wir werden das in 2 Projekte aufteilen. Einmal in den sogenannten Core. Deswegen nenne ich das Ganze auch 4gewinnt.core. Und der Core ist im Wesentlichen, wenn man sich das verdeutlicht, eben die eigentliche Logik, die zu 4gewinnt gehört. Und diese Klassen, die wir hier, oder überhaupt die Typen, die wir hier drin definieren werden, die sind vollkommen unabhängig von bestimmten Technologien, die wir einsetzen, um zum Beispiel das User Interface darzustellen oder um Persistenz zu betreiben und sonst irgendwelche Sachen, vielleicht Netzwerk, so vielleicht geschrieben Netzwerkkommunikation. Das wird so sein, dass eben diese entsprechende Funktionalität jeweils in andere Projekte mit ausgelagert wird, damit die Logik wirklich unabhängig ist von allen möglichen Sachen. Man könnte sich auch vorstellen, dass man nicht bloß einen WPF-Client macht, wie wir das dann machen werden, sondern wir bauen daraus eine Web-Application. Und das wären, wenn ich das richtig zeichne, dann eben auch 2 unterschiedliche Module. Das eine läuft halt im Browser, das andere als Desktop-Applikation. Aber wichtig ist, dass die Logik von all diesen technischen Infrastrukturelementen komplett abgeschottet ist. Und was dann rauskommt, nennt man übrigens eine hexagonale Architektur. Teilweise wird das Ganze auch beschrieben als Onion Architecture, weil man eben mehr oder weniger die Lösung aufbaut wie eine Zwiebel, und man könnte sich vorstellen, dass hier eben auch noch mehrere Schichten dazwischen liegen, eben andere Module, die noch mit hineinkommen, und das ist eben komplett im Gegensatz dazu, wie früher die Applikationen sozusagen geschnitten wurden. Da hatte man üblicherweise ein User Interface, eine Business Logik und eine Persistenzschicht. Die 3 gab es und nicht mehr.
Das hier war damals der Core. Das hier war die Persistenzschicht. Und die Abhängigkeit war so, dass der Core die Persistenz gekannt hat, das User Interface die Business-Logik. So in etwa. Teilweise war es auch noch so, dass dann eben solche Sachen hier passiert sind, dass eben das User Interface noch direkt auf die Persistenz zugegriffen hat und so weiter. Und das ist nicht so gut, weil man die Elemente, die Klassen, die in Core sind, ohne die Persistenz nicht wirklich testen oder ausführen kann im Üblichen. Und das sorgt dafür, dass um irgendwas zum Laufen zu bekommen, musste irgendwo eine Datenbank zum Beispiel zur Verfügung stehen. Und deswegen sollte man eben von dieser Architektur eigentlich langsam wegkommen. Okay, nichtsdestotrotz, wir werden jetzt eben diese Sachen hier jetzt umsetzen. Ich werde diese erste Klasse, die uns das Spiel schon, die das Projekt vorgegeben hat, einfach mal Spiel nennen. Und wir haben eben hier gelesen, dass ein Spiel irgendwie aus einem Spielbrett und Spielern besteht. Deswegen werde ich hier eben Felder anbringen. Also ich hier ein Spielbrett habe. Vielleicht nur mit zwei Themen. Und die entsprechenden Klassen müssen wir uns natürlich auch erstellen. Wie immer alle Klassen public. Und wir haben hier noch eine Liste von Spielern. Ich glaube nicht, dass wir die großartig ändern müssen. Deswegen könnten wir das mal so nennen. Und auch diese Klasse brauchen wir natürlich noch neu. Ja, dann können wir weiterschauen. Wir hatten hier das Spielbrett. Das besteht irgendwie aus reinen Spalten und Plätzen. Auch das werde ich mir hier so modellieren, dass ich hier eine Liste an Plätzen habe. Und prinzipiell würde man das ja in etwa so machen, dass man hier einen zweidimensionalen Array erwartet, der dann eben, den wir Plätze nennen können. Und dann können wir natürlich hier noch eine Klasse Platz erstellen. Genau das gleiche kann man erreichen, indem man gegen Interfaces programmiert und dann eben dieses Konstrukt hier nutzt. Das ist eben eine Liste, die wiederum Listen enthält und diese inneren Listen enthalten Plätze. Und genau das kann man sich eben auch als zweidimensionalen Array vorstellen für diese Plätze. Und deswegen werde ich eben so programmieren, weil ich eben dem Grundsatz des DIP folge, das eben sagt, man soll gegen Abstraktionen programmieren, nicht gegen konkrete Klassen. Okay, dann mache ich hier weiter und brauche eben noch Reihen. Das ist eben hier eine Reihe. Das sind meine Reihen. Und ich mache weiter mit I read only list und Spalte, dass ich hier schrittweise diese Sachen reinbekomme. Ja, und das Wichtige ist natürlich auch, dass ich hier jetzt eine Methode Spiele habe. Und die finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schlecht benannt. Deswegen werde ich sie Starte Spiel nennen. Aber nicht auf Spielbrett, es tut mir leid, das war überhaupt nicht das, was ich wollte. Das sollte natürlich auf die Klasse Spiel verzeihen. Okay, dann können wir natürlich hier auch noch die anderen Klassen erstellen. Wir haben irgendwie eine Reihe und dann haben wir hier eine Klasse namens Spalte. Und bisher habe ich eben alles in einer Datei. Und irgendwie wissen wir ja aus unserer Analyse, dass die Reihe und die Spalte jeweils Plätze haben.
Das heißt, auch hier brauchen wir wiederum eine Read-Only-List von Plätzen oder Platz, besser gesagt. Sind dann eben die Plätze, die diese Spalte repräsentieren, besser gesagt. So, und eine Spalte hat eben auch eine Methode, die da heißt eben lasse Spielstein fallen oder so ewig, so ähnlich. Und hier kommt dann jetzt zum ersten Mal eben das Konzept des Spielsteins mit rein. Und wir werfen jetzt hier aber erstmal noch eine Not Implemented Exception. So, und hier haben wir eben den Spielstein. Der hat eben das Konzept der Farbe. Und was eine Farbe genau ist, das müssen wir uns dann auch noch überlegen. Aber prinzipiell ist es jetzt eben so, dass wir hier grundsätzlich mal so ziemlich alles abgebildet haben. Wir haben hier auch noch die Linie, die könnte ich noch mit hinzunehmen. Wir hatten hier die Reihe, vielleicht werde ich das mal ein bisschen so ordnen, dass das zueinander gehört. Und auch eine Reihe hat ja Plätze. Und wir haben auch das Konzept der Linie und auch diese hat Plätze. Also wir sehen hier schon, wir haben hier mehr oder weniger eine Code-Duplizierung. Die können wir vielleicht durch eine Basisklasse in diesem Fall später lösen. Und ansonsten sollten wir jetzt ziemlich alles abgedeckt haben, was hier so wichtig ist. Wir können uns noch den Platz anschauen. Der hatte ja das Konzept eines Spielsteins. Nehme ich mal an, sehe ich das hier? Der Platz hat einen Spielstein. Das heißt, im Prinzip werde ich hier jetzt eben einen Spielstein mit ansetzen. Spielstein. Und den sollte man natürlich von außen setzen können. Also ich werde das, glaube ich, gleich mal zur Eigenschaft machen, zur automatischen. Weil man kann eben diesen Spielstein setzen oder nicht. Und wenn er nicht gesetzt ist, dann geben wir hier Null zurück. Okay. Damit haben wir jetzt eben meines Erachtens ziemlich genau das umgesetzt, was wir uns hier erarbeitet haben. Haben wir den Spieler noch? Der hat Spielsteine. Das habe ich umgesetzt. Mal gucken. Nee, das haben wir noch nicht. Also ein Spieler hat eben eine Liste von Spielsteinen oder eine Collection von Spielsteinen. Und genau dieses Konzept brauchen wir hier eben auch noch. Und so sieht das Ganze jetzt eben aus, was wir aus diesem Text abgeleitet haben. Wir werden uns im nächsten Video dann beschäftigen, wie wir mit der Klasse Spieler weitermachen können. Und bis dahin sage ich vielen Dank und bis bald.